Gut, dann fangen wir jetzt noch mal richtig an. Nach einigen Startschwierigkeiten, technischen Schwierigkeiten begrüße ich jetzt alle, die hier auf Zoom sind und hoffentlich auch auf Facebook sind. Besonders unseren Gast Saskia Nitzsche, die ich gleich noch genauer vorstellen möchte. Und natürlich meine Kollegin Nadja Sennewald und Felix an der Technik, der uns jetzt gerade gerettet hat. Ich habe gerade schon den Hinweis gegeben, wir zeichnen die Veranstaltung auf. Und sie ist auf jeden Fall hinterher auf Facebook und perspektivisch stehen die dann auch im YouTube-Kanal unserer Hochschule. Das heißt, also einfach der Hinweis an alle, wir zeichnen auf, genau. Kurz was zum Rahmen dieser Veranstaltung. Meine Kollegin Nadja Sennewald und ich, wir sind Professorinnen für Schreibwissenschaft. Wir sind beide im Bachelorstudiengang Kreatives Schreiben und Texten an der SRH Berlin University of Applied Sciences an der School of Popular Arts. Und die Veranstaltung hier ist Teil einer Reihe, die wir als Studiengang Kreatives Schreiben und Texten mit freundlicher Unterstützung des Deutschen Literaturfonds im Programm Neustart Kultur durchführen. Und der Ablauf heute Abend wird so sein, dass ich unseren Gast kurz vorstelle, dass Saskia Nitzsche dann etwas lesen wird, wir dann ins Gespräch gehen zum Thema Überarbeiten, denn diese Reihe hat ja das Thema Überschreiben, Überschreiben und konzentriert sich auf die Überarbeitungsprozesse beim Schreiben. Dann wird Saskia noch mal etwas lesen und dann haben wir eine offene Fragerunde, wo gerne alle dazukommen können, gerne auch Kameras anschalten können, aber gerne auch den Chat nutzen können, um Fragen zu stellen und sich zu beteiligen, sowohl auf Zoom als auch auf Facebook. Ja, und damit herzlich willkommen, Saskia Nitzsche. Saskia Nitzsche ist 1986 in Bamberg geboren. Sie studierte Theater- und Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin, szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin und literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Sie schreibt Dramatik und Prosa, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, Förderungen und Nominierungen. Es gibt viele Werkstattaufführungen ihrer Stücke an renommierten Theatern. Und außerdem hat sie auch diverse Veröffentlichungen von Prosa. Und sie lehrt auch selber und leitet viele Werkstätten, zum Beispiel am Literaturinstitut in Hildesheim und in anderen Zusammenhängen. Und sie unterrichtet auch in unserem Studiengang und kennt Überarbeitungsprozesse daher auch aus dieser Perspektive. Und zuletzt hat sie an der Fertigstellung ihres ersten Romans Drop gearbeitet. Und über den Prozess an diesem Romanprojekt werden wir heute vor allem sprechen. Und das ist für mich auch gleich die Überleitung zu meiner ersten Frage. Saskia, wie lange hast du an diesem Roman gearbeitet? Erstmal auch noch Hallo von meiner Seite, auch wenn wir uns jetzt schon lange hier im Vorspann begutachten konnten. Ich habe angefangen 2016 mit dem Generieren von Material, so würde ich das jetzt mal nennen, und vielleicht sage ich da auch später ja noch mehr dazu. Genau, und habe dann ein gutes Jahr Material entstehen lassen und habe dann ja, eine erste Fassung geschrieben, die ich zum ersten Mal gezeigt habe, 2018 im Sommer oder Herbst, einer befreundeten Lektorin. Wobei, also wenn ich sage eine Fassung, eine fertige oder eine einmal durchgeschrieben heißt es, das heißt nicht, dass vorher nicht Vorfassungen dieser ersten Fassung zahlreich existierten. Und mit dem Feedback habe ich noch einmal eine große Überarbeitungsrunde gestartet und habe dann im Sommer 2019 den Text Freunden zum ersten Mal gezeigt und einer anderen befreundeten Lektorin und habe dann ja im Spätsommer 2019 kam meine Agentur dazu und auch mit der habe ich nochmal überarbeitet und jetzt lag der Text eine Weile, weil wir ihn gerne in eine bessere Umstände als die Pandemie entlassen wollten und habe jetzt tatsächlich heute
für oder gestern, als ich die Leseausschnitte gesucht habe, zum ersten Mal seit längerem wieder reingeschaut und habe gemerkt, eigentlich ist das Überarbeiten nie zu Ende, weil ich schon wieder auch jetzt für die Leseauszüge so Kleinigkeiten geändert habe. Aber es ist jetzt eine Fassung, die in gewisser Weise fertig ist. Genau. Super. Und daraus hast du uns was mitgebracht und liest uns jetzt erstmal was vor. Also ich lese den ersten Auszug oder mit dem ersten Auszug lese ich sozusagen den Beginn des Romans, weil wir ausgemacht haben, dass ich später auch Mutbilder zeige, also visuelle Eindrücke, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Anfang und so das grundlegende Setting, das dort erzählt wird, ein bisschen dann gut dazu passt zu dem, was ich euch zeige. Und ja, der Roman beginnt mit Emmys Perspektive. Also der Roman ist aus drei Perspektiven geschrieben. Das ist Emmys Perspektive. Sie kommt aus Shanghai zurück in den Block, eine Hochhaussiedlung in Ostdeutschland. Und dort spielt die Handlung des Romans. Der Unterschied zu Shanghai, dachte ich, als ich den Koffer von der Straßenbahnhaltestelle die kleine Anhöhe zu Block 1 hinaufzog, hier wurde die Architektur erst mit LSD interessant. Die drei Kuben der 13 Stöcker, die in der Dunkelheit vor mir lagen, standen frei nebeneinander. In Shanghai klebten die Blöcke aneinander, verschachtelten und verschlangen sich, bildeten Fronten, die den Himmel der Metropole teilten und selten glatt waren, aus denen überall Betonkuben hervorragten und die den Eindruck erweckten, dass die Luft zum Atmen in dieser Stadt niemals genug war. Das Wohnheim im Norden Shanghais war moderner als viele der anderen Studentenwohnheime. Trotzdem hatte ich mir ein Zimmer geteilt. Wir waren zu dritt gewesen, die Toiletten hatten sich auf dem Gang befunden. Zum Duschen hatten wir ein Badehaus besucht, in dem Wasser aus einfachen Rohren in der Wand lief und sich überall hin verteilte, sodass man es nur barfuß betreten konnte, weil selbst die Flure vor den Baderäumen überschwemmt waren. Als es im Sommer etwas mehr als 40 Grad gewesen waren, hatten wir ein Planschbecken mitten im Zimmer aufgeblasen, das gerade zwischen die Hochbetten gepasst hatte, und mit Eimern Wasser aus dem Badehaus ins Zimmer getragen. Außerdem hatten wir drei Ventilatoren aufgestellt, bis die Hitze erträglich war. Das Planschbecken hatte nach Plastik gerochen, mir war schwindlig davon geworden, schließlich hatte ich mich übergeben müssen. Eine einzige Woche lang hatte die Klimaanlage funktioniert. Aus dem Fenster hatte man auf Nagelstudios und Internetcafés gesehen, außerdem auf das erste Volkskrankenhaus und ein langes, flaches Gebäude. Ein Taxifahrer hatte erzählt, dass es eine Meditationshalle gewesen war, die man in den 50er Jahren aufgrund der kommunistischen Staatsreform schließlich in ein medizinisches Versorgungszentrum umgebaut hatte. Er hatte mir auch erzählt, dass er in der Osho-Kommune in Pune gelebt hatte und dass er Shanghai verlassen würde, wenn er nicht mehr seine Mutter pflegen müsste. Er hieß Hong und hatte mich so häufig nach Hause gefahren, dass er mir schließlich seinen Namen und seine Nummer auf einen Zettel schrieb. Danach hatten wir uns nie wieder gesehen. Am Flughafen in Shanghai hatte ich einige Gegenstände zurücklassen müssen, um das erlaubte Gewicht des Gepäcks nicht zu überschreiten. Also hatte ich alle Kosmetik, Shampoos und einige Elektronikgegenstände wie den Ventilator und einen Multiadapter in einen der Mülleimer in der Abfertigungshalle gestopft. Trotzdem war der Koffer schwer. Ich zog ihn den betonierten Weg hinauf. Die Wegbeleuchtung war noch angeschaltet. Es war 7 Uhr morgens. Noch nicht hell. Von Weitem sah ich den Sportplatzwart. Er lief in Richtung des Sportplatzes im Nordosten. Der Platz wurde von einem hohen Zaun begrenzt. Tagsüber lehnten dort Mädchen mit kurzen Jeansröcken und Chicago Bulls Jacken oder Mädchen mit Reebok-Turnschuhen und goldenen Socken, in denen die Jeans steckten. Sie sahen dem Training zu und rauchten. Vor Block 1 schaltete sich der über der Haustür installierte Bewegungsmelder ein. Die orangene Farbe blätterte von der Haustür, das erste, das mir auffiel und von dem ich sicher war, dass es vor 6 Monaten noch nicht der Fall gewesen war.
Es war kalt, anders als am Eingang des Wohnheims in Shanghai gab es keinen Gesichtsscanner. Frierend suchte ich meinen Schlüssel aus der Gürteltasche mit dem Kometenmuster, die Still mir vor der Abreise geschenkt hatte. Die Luft im Treppenhaus roch vertraut. Ich dachte daran, wie mich dieser Geruch schon immer an meine Schule erinnert hatte, an die Nachmittage, an denen die behaupten Putzfrauen die Aula gewischt und der Geruch des Putzmittels sich mit dem des Essens aus der Kantine gemischt hatte. Im 11. zerrte ich den Koffer in den Flur und schleifte ihn über die Fliesen zu unserer Wohnung. Jetzt mache ich einen kurzen Sprung. Jetzt sind wir in der Wohnung. Das Erste, was ich erkennen konnte, war eine rotbraune Plastikkugel, die über das Linoleum rollte. Unter dem Nierentischchen saß ein großer weißer Kater mit abstehendem Fell und aufgesperrten Augen, die darunter hervorleuchteten. Ich hatte mich noch nicht an den Anblick gewöhnt, da raste er hervor und jagte auf die Plastikkugel zu, die er mit der rechten Pfote so fest anstieß, dass sie davonschoss und auf der anderen Seite der Küche gegen die Leiste der Spüle knallte. Auch nachdem ich mehrmals geblinzelt hatte, änderte sich nichts an dem, was ich sah. Der Hamster in der Kugel hatte sich auf dem Weg zur Spüle mehrmals überschlagen. Jetzt, nachdem die Kugel zum Stillstand gekommen war, saß er regungslos in seinem transparenten Gehäuse. Leopard interessierte sich nicht weiter für den Hamster. Er kam zu uns herüber und rieb sich an der Küchentür. Noch einmal dachte ich, dass ich müde war. Die Bilder legten sich nebeneinander und überlagerten sich. Ich sah eine der schmalen Straßen in Shanghais Ghetto, die morgens im Smog dalag, die Singvögel in ihren Käfigen, die von den Bewohnern neben der trocknenden Wäsche in die Straße gehängt worden waren, die Essensreste, die vom Kochen auf dem Gehweg überall verteilt lagen, und davor Leopard. Irgendetwas führte dazu, dass ich an diesen Morgen denken musste, an dem ich mich verlaufen hatte, im Ghetto, dem Bereich des Stadtteils Hongkou, in den Japan die jüdische Bevölkerung zwangsverlegt hatte und der für die, die sich mit der Identitätskarte mit dem gelben Streifen ausweisen mussten, nur mit Passagierschein verlassen werden durfte. Gut gemacht, sagte Still. Ist es krank, sagte ich. Das ist das Allerkrankeste, das mir je begegnet ist. Still sah aus dem Küchenfenster, das nach Osten zeigte und von dem aus man auf die Anhöhe mit dem dichten Baumbestand sehen konnte, hinter der die Bahnschienen verliefen. Hinter den Schienen lag der Forst und in weniger als einem Kilometer dahinter der erst vor einem Jahr wieder in Betrieb genommene Militärübungsplatz. Ich würde jetzt mal nicht so in Superlativen reden, ja? Still machte einen Schritt auf mich zu, seine Hände kneteten den Saum des Pelzes, er kniff die Augen zusammen. Ich erwiderte nichts, mir fiel nichts ein. Stattdessen ging ich zur Spüle und beugte mich über die Kugel. Die Brust des Hamsters hob und senkte sich. Lebt, sagte ich sachlich wie ein Sanitäter, nahm die Plastikkugel und öffnete sie, nur so viel, dass der Hamster nicht entwischen konnte, aber weit genug, damit er Luft bekam. Im Regal mit den Lebensmitteln entdeckte ich eine Cornflakes-Packung. Ich zog sie heraus und schüttete einhändig, weil ich aufpassen musste, dass der Hamster mir nicht entwischte, die in der Schachtel befindlichen Cornflakes einfach in das Spülbecken, wo sie das restliche Wasser, das sich darin befand, sofort aufsogen, sodass sie aufquollen und einen hässlichen Klumpen bildeten. Mit einem Messer stach ich kleine Löcher in die Verpackung, die ich auf die Sperrholzablage gelegt hatte. Dann öffnete ich die Plastikkugel etwas weiter und ließ den Hamster in den Cornflakes-Karton rutschen. Ich schloss ihn sorgfältig, indem ich die Lasche in den in die Pappe eingestanzten Schlitz steckte. Hier. Ich ging an Still vorbei und drückte ihm die Kugel auf die Brust, bis er sie festhielt. Du Tierquäler, schau mal wieder eine Tierdokumentation. Mit dem Hamster in der Cornflakes-Schachtel verließ ich die Küche. Im Flur stolperte ich. Als ich unter mich blickte, sah ich eine Schildkröte. Es war nicht so, dass ich mich gewundert hätte. In Shanghai hatte ich Menschen mit Riesenschildkröten an Leinen spazieren gehen sehen. Trotzdem war ich ein klein wenig erstaunt über das Exemplar in unserem Flur, während ich mich "Scheiß Zoo" fluchen hörte. Zu leise, um nicht noch Still zu hören, der mir mit "Hey, das ist Matt Turtle, Matt" wie das Fleisch die Schildkröte vorstellte. Ich habe deine Schrimps durchgefüttert, rief er mir hinterher. Ist dein einziger krepiert? Nein.
Ich nickte und verschwand lautlos in mein Zimmer. Immer noch lautlos bewegte ich mich zu dem langen, flachen Glaskasten an der Wand neben dem Fenster. Das Aquarium war 1 Meter hoch und fast 3 Meter breit. Seit es da war, hatte ich schlecht geschlafen, weil es auch nachts leuchtete. Regelmäßig setzte die kleine Pumpe ein und ließ das Wasser zirkulieren. Kleine Blasen stiegen dann an die Oberfläche und zerplatzten dort. Ich hatte mich nicht daran gewöhnen können, bis zu meiner Abreise nach Shanghai nicht. Aber die wirbellosen Tiere und ihre fließenden Bewegungen beruhigten mich auch. Wir hatten sie aus Langeweile gekauft, dachte ich, und das waren sie auch, langweilig. Von meinem Fenster aus konnte ich auf Block 3 sehen. Durch die jetzt fast kahlen Bäume war die graue Fassade gut zu erkennen. Anders als in Shanghai gab es keine blinkende Leuchtreklame, die Lichter auf meine Füße warf. Im 10. stand jemand mit seiner ersten Zigarette am Fenster. Es war nicht mehr als ein Spalt breit geöffnet worden, nur die Hand mit der Zigarette ragte durch den Fensterspalt nach draußen. Die Silhouette des Mannes zeichnete sich durch die gehäkelten Gardinen hinter der Glasscheibe ab. Ich konnte das weiße Trägerunterhemd erkennen, ein alter DDR-Lüster beleuchtete die Wohnung schwach, trotzdem ließ sich die Dunkelheit darin erahnen. Ich sah, wie der Rauch zurück in die Wohnung zog. Durch die Schneise zwischen Block 2 und 3 sah man das Hotel in der Stadt, Continental. Der Schriftzug flackerte, wie er es bereits vor 6 Monaten getan hatte. Ich blickte mich im Zimmer um. Ein an die Wand gelehnter hoher Spiegel mit einer dunkelbraunen Holzeinfassung, eine barocke Holzkommode mit einer Marmoroberfläche und eine fleckige Matratze auf dem Boden war alles, was sich neben dem Schrimps-Aquarium darin befand. Ohne nach 6 Monaten der Abwesenheit frische Bettwäsche überzuziehen, ließ ich mich auf die Matratze fallen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du vorgegangen bist, um zum Material und zu dieser Fassung des Textes zu kommen. Ja, also angefangen habe ich, wie gesagt, 2016 und das war eine Zeit, in der es schon die Figuren gab, weil die Figuren aus einem Theaterstück hervorgingen, das ich geschrieben hatte. Also ich war mit denen gewissermaßen noch nicht fertig. Und ich hatte auch das Thema oder das, was mich sehr bewegt hat und worüber ich schreiben wollte. Aber die Vorstellung, das jetzt wirklich anzugehen und einen Roman zu schreiben, war in der Zeit irgendwie noch, hat dazu geführt, dass ich mich auch lange gedrückt habe. Und dann habe ich einfach mir gedacht, das bin nicht der Typ, der sich das durchgehen lässt. Ich baue mir jetzt ein Setting, in dem ich einfach zum Material komme. Und habe dann mit mir die Verabredung getroffen, dass ich jeden Tag eine Seite schreibe mit dem Laptop, ohne abzusetzen. Also einfach eine Seite und zwar morgens als erstes, so vor der Begegnung mit der Welt, vor dem Frühstück und auch vor dem Duschen. Und habe das ein gutes Jahr durchgezogen und parallel aber auch dann irgendwann, als schon so sich ein bisschen abgezeichnet hat, worum hin das geht, angefangen, eine zweite Verabredung zu treffen, die dann darin bestand, dass ich jeden Tag eine Art Klappentext zu diesem Projekt geschrieben habe und das nicht so lange gemacht, weil es dann relativ schnell durch dieses Setting auch klar wurde für mich, wo ich hin möchte. Genau, also das war die Phase des Materialgenerierens. Und wir hatten ja darüber gesprochen. Also das ist quasi irgendwie der Stapel an losen Seiten. Dann war ich konfrontiert mit sehr viel Material und musste irgendwie damit umgehen. Ach so, aber genau, wir wollten auch noch sprechen über die Moodboards. Das habe ich auch gemacht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wahrscheinlich irgendwo auf halber Strecke mit diesem Seitenprojekt, dass ich angefangen habe, auch eine Welt zu bauen. Und wir haben verabredet, dass ich euch ein bisschen was zeige. Dafür teile ich jetzt mal den Bildschirm. Seht ihr ihn? Ja. Ja. Gut, also ich hab diese
Dinge habe ich analog gemacht. Ich habe sie also nicht, ich habe sie gerade nicht da, aber ich habe Fotografien davon. Und also die Seiten sahen so aus erstmal. Und es gab für jede Szene anfangs wirklich ein Stimmungsbild. Das war, da oben steht die 2, also das war für die zweite Szene. Und ja, sehr stark als Motiv oder sehr präsent ist das Militärische. Die Gegenwart, die wieder sich stark militarisiert, und dieser Block liegt in der Nähe eines Militärübungsplatzes, der erst kürzlich wieder eröffnet hat. Also die militärischen Eindrücke waren in dieser zweiten Szene sehr stark und auch das Architektonische hier. Und hast du diese Bilder dir vor dem Schreiben rausgesucht oder hast du die dann zu dem, was entstanden war, gesucht? Es war ein Prozess, der parallel lief zu dem Schreiben tatsächlich. Und mein Schreiben ist aber auch sehr visuell. Ich sehe sehr stark Bilder dazu. Und genau, jetzt hier habe ich nie, irgendwo habe ich da, hoch. Genau, das ist nochmal also hineingezoomt in diese Seite. Und dann habe ich einfach Ausschnitte aus den anderen noch rauskopiert. Ich jetzt mal öffne, genau. Also ich hatte eben diesen Ausschnitt dann auch ausgewählt, weil ich denke, nicht alles konnte ich jetzt lesen. Also zum Beispiel diese Schwimmhallenmotive oder Wassermotive sind sehr stark auch im Text hier. Aber man sieht Matt Turtle, hier ist der Hamster. Diese Szene ist sehr konkret im Text und ich weiß nicht, ich nehme an, also, dass da noch das Bild beim Schreiben einen bestimmten Einfluss auf die Bilder im Text hatte oder eben auch teilweise andersrum, und was bei welchem Bild, wie war das, weiß ich tatsächlich dann nicht mehr. Also hier ist nochmal das Bild. Genau, und teilweise hier unten diese es sind so kleine Dinge, die in dieser Bildwelt auftauchen, wie diese leuchtenden Turnschuhe, die dann auch an einer kleinen Stelle im Roman auftauchen. Also es ging da für mich sehr stark um die Gesamtstimmung, aber auch einzelne Bilder haben dann halt ihren Weg in den Text gefunden und immer wieder die Architektur. Und woher hast du diese Bilderwelt? Also viel davon ist Tumblr und das Internet, also nichts, woran man die Rechte hätte. Das muss man vielleicht hier auch noch dazu sagen. Und wie ist das konkret? Also du bist beim Schreiben und hast dann, weil du so ein visueller Typ bist, das Gefühl, du brauchst jetzt Bilder dazu und machst dich dann auf die Suche, oder umgekehrt, erst die Bilder und dann das Schreiben? Parallel tatsächlich, parallel. Aber ich denke auch, dass diese Bilderwelt ein bisschen meine ästhetischen Vorlieben auch bedient und das Schreiben dann natürlich, ja, vielleicht auch, also ich da auch eine bestimmte Vorliebe für bestimmte Bilder habe, oder ich sehe auch stark Farben tatsächlich beim Schreiben, oder auch Wörter haben für mich Farben. Also das ist, und dann sind die Bilder von Anfang an da, und meine Vorliebe geht in beiden Medien sozusagen in eine ähnliche Richtung. Genau. Was man hinter dir jetzt sieht, ist das auch? Hat das auch mit dem Schreiben zu tun? Ja, das ist ein Auszug aus einer Fotostrecke einer holländischen Fotografin. Sie heißt Elisabeth van Alderen. Genau. Und das Projekt heißt Shades of Pale. Eine Fotostrecke, die sie gemacht hat, aus der sie jetzt auch ein Buch gemacht hat, das auch so heißt. Und sie hat fotografiert Menschen mit Vitiligo, einer Erkrankung, bei der die Hautpigmentation über die Zeit verloren geht. Also in welche Richtung muss ich mich bewegen, dass ihr seht, das Bild hier rechts von meinem Kopf zum Beispiel ist keine Leggings, sondern das ist eben der Verlust der, nein, hier muss ich ihn zeigen, hier, das ist keine Leggings, sondern das ist der Verlust von Hautpigment und demnach auch von der Hautfarbe. Und sie hat das unter den Augen ganz stark. Und ja, das andere ist jetzt zu klein für euch, aber sie hat sehr würdevoll Menschen fotografiert, die damit zu tun haben. Und das ist tatsächlich auch das Thema meines neuen Romanprojektes, diese
ich mag nicht so gerne Erkrankung sagen, weil ich nicht über Krankheit schreiben möchte damit. Aber dieses Phänomen ist auch nicht ganz richtig. Aber ja, auch weil ich das selbst erlebt habe und das sehr stark in Identität und viele Dinge eingreift natürlich. Und deshalb sind, das ist jetzt nicht ein Moodboard in dem Sinne, aber die Bilder sind für mich gerade sehr wichtig und irgendwie auch inspirierend. Vor allen Dingen ihre Haltung, die sie da hinter diesem Projekt ja, hat einfach. Mhm. Und kannst du was sagen, wie das dein Überarbeiten beeinflusst mit diesen Moodboards oder Bildern? Ja, also auf jeden Fall, weil ich würde sagen, ich schreibe tatsächlich dann sehr visuell. Und auch diese Seiten, diese einzelnen Seiten, die ich geschrieben habe, das sind, die sind sehr stark geprägt von Atmosphäre und Bildern vor allen Dingen. Starke Bilder teilweise. Und ich war dann überrascht, irgendwie, nachdem ich mich dann nach 3 Monaten da getraut habe, das auch zu lesen, dass diese Rohheit, die ich mir da erlaubt habe in dem Setting, auch wirklich eine Stärke hat und starke Bilder hervorbringt. Aber für die, also die Herausforderung liegt dann darin, Handlung, Dramaturgie und Bewegung zwischen den Bildern zu kreieren tatsächlich. Und das hat mich bis zum Ende begleitet mit diesem Projekt. Also ich denke, es ist nicht nur dem Arbeiten in Bildern oder dieser Arbeitsweise jetzt geschuldet, sondern auch, dass ich ein sehr visueller Typ bin und sehr einfach Bilder und Atmosphären schreiben kann und vielleicht der Plot nicht das ist, was mir am leichtesten fällt. Aber ich denke tatsächlich, dass die Arbeitsweise da auch beigetragen hat, dass das dann später im Überarbeiten die Herausforderung war. Ja. Das heißt, du hattest also die Aufgabe, aus diesen vielen einzelnen Bildern, die du geschrieben hast, dann im Überarbeitungsprozess oder im nächsten Schritt, das kann man ja gar nicht so richtig trennen, was jetzt Überarbeitung ist und was die ersten Schritte sind. Aber ja, wie hast du das dann gemacht? Wie bist du daran gegangen? Ja, also ich habe dann natürlich gesichtet, das Material und alles gelesen und es gab auch wieder auftauchende Dinge und es hat sich auch, also Handlungsstränge haben sich angedeutet. Trotzdem war das irgendwie erstmal so, dass ich nicht wusste, wie ich das jetzt machen soll. Und ich habe dann alles, was mir gut gefiel, angestrichen in diesem Stapel Papier und dann später auf dem Computer alles, was mir gefiel, in ein extra Dokument gesteckt und dann halt auch immer parallel versucht, irgendwie die Dramaturgie oder die Handlung zu denken. Irgendwie hat es sich dann arrangiert, so eine Abfolge. Und das ist der Punkt, wo ich finde, da, es gibt auch einen Bereich beim Schreiben, in dem die Dinge geschehen, wo man nicht weiß, wie man sie macht. Und das war so, würde ich sagen. Und ich finde, ja, ich muss gerade an einen Moment denken, den wir kürzlich in einer Werkstatt in Hildesheim hatten, die ich geleitet habe dieses Semester, wo eine Autorin sagte, ja, ich verstehe das jetzt, aber wie mache ich es denn? Und ich habe gemerkt, darauf habe ich keine Antwort. Das ist einfach das, wo man vielleicht irgendwie zurücktreten muss, einen Schritt, und das Vertrauen haben, dass sich das arrangiert. So. Ja. Ja. Ja, aber vielleicht auch diese Bedingungen dafür schaffen. Also ich fand das jetzt sehr interessant, wie du gesagt hast, dass du dir so ein Setting geschaffen hast, eine Verabredung mit dir selbst, wie du dazu kommst, dass du das machst, was du machen möchtest. Ja. Da steht man sich ja manchmal auch selbst im Weg. Und so war das dann auch beim Überarbeiten bei dir? Oder fällt dir das leicht? Also war das für dich kein Problem, dich dann daran zu setzen. Ja, es kommt darauf an, was wir jetzt unter Überarbeiten verstehen. Wenn es darum geht, dass ja eigentlich der erste Überarbeitungsschritt der ist, von dem Material zur ersten Fassung zu kommen, ist viel mir nicht leicht. Wenn es darum geht, spät dann Details, also sprachliche Details zum Beispiel, fällt mir leicht, weil ich da unglaubliche Freude daran habe, immer präziser zu werden. Es hat für mich viel mit Rhythmus zu tun und das fällt mir leicht. Auch zu kürzen fällt mir leicht und das Ganze straffer zu machen. Aber die Herausforderung für mich ist schon tatsächlich die Bewegung zu generieren und Plot wahrscheinlich. Und auf der Ebene, da kann ich mich schon auch abarbeiten. So. Und ich merke da auch, also vor allen Dingen, ja, weil du jetzt sagst, Settings schaffen, in denen man gut
arbeiten kann. Für mich hat es halt zu tun, auch Settings zu schaffen, die den Herausforderungen, die ich feststelle, die man aber auch erstmal wahrnehmen muss, Settings, mit denen man denen gut begegnen kann und Verabredungen, mit denen man denen gut begegnen kann. Und ich merke gerade beim Überarbeiten, wenn es um Schritte geht, die mir nicht leicht fallen, dass ich auch viel mit Angst zu tun habe, immer wieder an diesen Text ranzugehen, vor allen Dingen, wenn er länger lag. Und da habe ich halt für mich die Verabredung getroffen, einfach ich setze mich hin und fühle die Angst. Also lass die komplett hochkommen, weil es so unbefriedigend ist, dann so lange um das Projekt herumzuschleichen und man weiß, eigentlich müsste man das jetzt machen, macht es aber nicht. Also für mich sind diese Verabredungen wie essentiell und es ist auch was Schönes, die Bedingungen des eigenen Arbeitens bewusst zu gestalten und so zu gestalten, dass die Herausforderungen eben anerkannt werden und mit in den Prozess reingenommen werden, dadurch, dass man mit dem Setting so darauf reagiert vielleicht. Spielen bei dir da auch andere Menschen eine Rolle oder machst du das alles mit dir selbst aus? Ich mache generell viel mit mir selbst aus, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man doch was zeigen muss. Und ich glaube, ich bin eher der Typ, der sehr lange es mit sich selbst ausmacht, bis ich so eine Grundgewissheit habe, dass es zumindest nicht furchtbar schlecht ist. Und insofern habe ich ja vorhin gesagt, also dann, ich glaube, im Spätsommer oder Herbst 2018 habe ich zum ersten Mal den Text jemandem gegeben, ja. Und dann ist es halt schon, also dann finde ich es auch sehr wertvoll, ein Gegenüber zu haben, das einen Dinge spiegelt und überhaupt diesen einsamen Prozess aufgebrochen zu haben und in Kontakt zu sein über den Text. Genau. Sehr schön. Wir haben schon die ersten Fragen im Chat. Ich würde gerne vorher noch mal einen kleinen Ausschnitt vielleicht hören, aber ja. Dann in die Runde übergehen. Gut, also der zweite Auszug ist aus der Perspektive von Still erzählt, den wir ja schon kennengelernt haben, mit seinem, der seinen Kater trainiert, mit dem Hamster auch. Und vielleicht zur Einordnung, er spricht hier von dem, ja, wir schauen mit ihm auf diesen Militärübungsplatz, der eben in der Nähe dieses Blocks liegt. Und der Block steht sehr stark unter dem Eindruck dieses Platzes. Und es gibt auch einen Nebel, der nicht ganz zu deuten ist. Und vielleicht muss ich dazu sagen, dass Dill da eben auch sehr hypochondrisch darauf reagiert, um so ein bisschen das Verständnis zu ermöglichen. Also, genau. Wie ein dunkler Ozean lag die Fläche vor mir. Eigentlich machte ich mir schon lange nicht mehr selbst die Hände schmutzig, aber in dieser Sache hatte ich keine Wahl. Also stieg ich selbst auf diesen Hügel hinauf und kroch durch das verfluchte Gestrüpp bis an seinen Rand, um endlich einsehen zu können, was da unten geschah. Ich konnte nicht glauben, dass Dimitri einfach so drin gewesen ist, während ich hier oben rumkriechen musste wie ein verdammter Idiot. Doch wenn ich sie retten wollte, musste ich den Feind besser kennen. Das Problem war bloß, dass es dort verdammt dunkel war, keine Flutlichter, wie ich das erwartet hatte. Das bewaldete Sperrgebiet zog sich als breiter Gürtel um den Platz. Ich setzte mich auf die Erde, die Feuchtigkeit kroch durch meine Trainingshose, aber darum konnte ich mich jetzt nicht kümmern. Ich starrte hinunter. Die Dunkelheit gab mir kein gutes Gefühl. Ich konnte es nicht ausstehen, wenn ich nicht wusste, was um mich herum vor sich ging. Und dann, aufgepasst, plötzlich ganz großes Kino. Plötzlich raschelte es hinter mir im Gebüsch. Ich dachte daran, dass sie gesagt hatten, dass es wieder Wölfe geben sollte. Und wie ich mich so auf einen Wolf einstellte, kam plötzlich Jans Freund aus dem Gebüsch gekrochen. Ich konnte nicht sagen, was mir in diesem Augenblick lieber gewesen wäre, ein Wolf oder ein Alien, aber eines wusste ich, diesen Bastard brauchte ich nicht. Er sah mich kurz an, aber es schien ihn überhaupt nicht zu stören, dass schon ich hier saß. Wie ich kurz zuvor, guckte er auf den schwarzen Ozean hinunter. Guck einmal, zieh deine Schlüsse, verpiss dich, sagte ich. Aber er reagierte gar nicht. Und dann setzte sich der Idiot einfach neben mich.
Es ging nicht darum, dass hier nicht genügend Platz gewesen wäre. Es ging darum, dass ich hier als Erster war und dass er nicht das Recht hatte, hier anzukommen und so zu tun, als gäbe es keine Regeln und so. Die Wahrheit ist, er war mir nicht geheuer. Er war jetzt kein Typ, bei dem ich sagte, ich muss den finden und ihm an den Kragen. Keiner, dem ich wünschte, dass er stirbt oder so. Aber es wäre mir lieber gewesen, er wäre 1 Million Kilometer weit weg gewesen. Jetzt war er halt da und ich sah, dass ich nichts machen konnte, weil er von Regeln keine Ahnung hatte. Und ich wollte ihm ja auch nichts tun. Dass ich MMA fließend beherrschte, wusste er. Wir starten auf den Ozean. Kennst du den Film? Er schüttelte den Kopf. Ich habe doch noch gar nicht den Namen gesagt. Solaris heißt der. Ich erzähle dir, worum es geht. Hör zu. Solaris ist ein Planet. An der Oberfläche ist er von einem Ozean bedeckt. Der Ozean ist ein verflucht intelligentes Wesen. Auf ihm erscheinen verschiedene Formen, ist wirklich so. Die Forscher auf der Forschungsstation schaffen es nicht herauszufinden, was dahinter steckt. Irgendwann werden alle ein bisschen verrückt. Aber der Ozean ist eine Hure. Er klont Menschen aus den Erinnerungen der Forscher. Sie tauchen in der Forschungsstation auf, verstehst du? Kumpels, denen gegenüber sie sich schuldig fühlen und so. Wir starten wieder eine Weile auf den Ozean. Ich mag keine Science Fiction, sagte ich schließlich. Ist alles übertrieben. Er bewegte sich keinen Millimeter. Ich musste aufpassen, dass ich, obwohl ich zu ihm redete, nicht vergaß, dass er neben mir saß, weil ich gleichzeitig so konzentriert auf den Platz starrte, auf dem noch immer nichts zu erkennen war, auch nicht, als meine Augen sich schon an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Magst du so unrealistische Sachen? Er schüttelte den Kopf. Sag das doch gleich, dann brauche ich mir die Mühe nicht machen. Es war eine ganze Weile still. Schade, dass es hier oben keinen Kiosk gibt. Könnten wir es uns ein bisschen gemütlich machen, Bier trinken? Ich trinke kein Bier. Ja, oder Chips essen halt. Er guckte mich so merkwürdig an, in dieser Sache passte er gut zu Jan. Isst du auch keine Chips? Ja, was willst du eigentlich? Ein guter Punkt, das wollte ich dich gerade fragen. Ich hatte den Eindruck, er hörte mir nicht mal zu, ich redete trotzdem weiter. Weißt du, was ich für einen Eindruck habe? Ich sage es dir. Einer der Forscher schickt den Klon seiner toten Freundin, der auf der Forschungsstation auftaucht, in einer Raumkapsel in die Umlaufbahn des Planeten. Aber nach einer Nacht ist er wieder da, obwohl die Raumkapsel immer noch da draußen rumfliegt. Und da frage ich mich, was hat das jetzt mit dir zu tun? Ich sage es dir. Wieso bist du schon wieder aufgetaucht? Er sagte nichts. Ich gehe jetzt mal nicht von meiner persönlichen Meinung aus, ich gehe jetzt mal von der allgemeinen Meinung aus und da geht es nicht, dass du immer zu dort auftauchst, wo ich bin, das geht nicht. Er sagte einfach gar nichts und es gab wenige Dinge, die ich mehr hasste, als wenn einer nichts sagte, wenn ich ihn herausgefordert hatte. Vor kurzem bist du dort unten hinter mir am Zaun entlang geschlichen. Bloß weil ich es mir nicht anmerken lasse, heißt das nicht, dass ich dich nicht sehe. Plötzlich hatte ich wieder den Eindruck, dass da keine Luft mehr war. Ich guckte in den Himmel, aber in der Dunkelheit konnte ich nicht erkennen, ob der Nebel dichter geworden war, auch wenn Emmy darauf schwor, dass sich an der Farbe nichts geändert hatte, weil der Himmel hier seit Jahren schon aussah wie nach einem Chemieunfall, war ich davon überzeugt, dass nicht nur der Nebel dichter, sondern auch das Orange heller und dunkler wurde. Aber in der Dunkelheit war natürlich auch das nicht zu erkennen. Was hast du? Blubberte es plötzlich neben mir. Es gibt Menschen, die reden immer im falschen Moment. Oh, bloß bisschen Paranoia. Hab meinen Job und du hast immer Feinde, die dich suchen. Ja, zum Beispiel mag ich es nicht, wenn ich Zeit verbringen muss mit Menschen, deren Namen ich nicht kenne. Das kann ich nicht leiden, verstehst du? Und da mache ich keine Ausnahme, auch nicht für dich. Ich zuckte ein bisschen herum, wackelte mit den Armen und so. Es war kurz still. Und kurz darauf bereute ich, dass ich nicht weitergesprochen hatte, denn er fing einfach an zu reden. Plötzlich redete er in aneinandergereihten Sätzen. Das war völlig neu und es gefiel mir überhaupt nicht. Sie waren leise und explodierten am Himmel mit einem Zischen. Erst dachte ich, mein Bruder hat eine Fanta-Flasche aufgemacht. Er lachte. Etwas ist schiefgegangen, sagte er. Das sind kaputte Raketen. Als sie aus dem Hochhaus nach unten schauten, krochen auf der Straße Menschen auf dem Boden. Wir dachten, sie spielten. Aber dann bekamen sie Krämpfe und fielen einfach um. Alles wurde unscharf. Bruder, ich habe dir gesagt, ich hasse so unrealistische Sachen.
Sofort spürte ich wieder dieses Kratzen auf der Brust. Ich stand auf und zündete mir eine Zigarette an, obwohl ich in diesem Augenblick wirklich andere Sorgen hatte als zu rauchen, aber sie gab mir einen Vorwand, um zu husten. Aufstehen mit Husten, einschlafen mit Husten, wenn ich dir einen Rat geben darf, fang gar nicht erst an. Giftgas. Moment mal, was hatte er gesagt? Ich horchte auf. Es sammelt sich am Boden. Wir hatten Glück, dass wir so hoch oben waren. Aber die Krämpfe kommen davon. Ich starrte ihn an. Du kennst dich mit Giftgas aus? Das ist ja ein Zufall. Ich suche da nämlich einen Experten. Er guckte mich so an, mit diesem undefinierbaren Blick. Es war nicht das erste Mal, dass ich diesen Blick an ihm sah. Ich muss sagen, das passierte mir nicht häufig, aber vor diesem Blick hatte ich Respekt. Jedenfalls forschen die schon 100 Jahre und wissen immer noch nichts über diesen Planeten, hörte ich mich plötzlich wieder von dem Film reden. Wir wissen überhaupt nichts. Da sagte er ausnahmsweise mal was Wahres, nur war es leider eine Wahrheit, die ich gar nicht hören wollte. Okay, guck mal, sagte ich. Kein Kiosk, aber ich habe ein Überraschungsei dabei. Ich zog so das raschelnde Verpackungsmaterial von dem Ei und teilte es in zwei Hälften. Die eine hielt ich ihm hin, die andere steckte ich mir selbst in den Mund, ganz, mit der runden Seite nach oben. War eine Gewohnheit geworden. Die Schokolade schmolz dann am Gaumen und tropfte auf die Zunge. Ich stehe total drauf. Bloß diese Überraschung geht jedes Mal behindert schwer auf. Er biss gerade von der Schokolade ab und ich hatte es endlich geschafft, die gelbe Hülle zu öffnen. Da sah ich aus dem Augenwinkel, wie sich am Rande des Ozeans in der Dunkelheit etwas bewegte. Bevor ich etwas sagen konnte, schienen Scheinwerfer auf. Ein riesiges Gefährt hielt dort, wo ungefähr das breite Zufahrtstor mit der Wache sein musste. Shit, 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 siehst du das? Was machen die da? Er nickte. Ich sah ihn panisch an. Warum sagte er nichts? Er setzte bloß seinen Rucksack ab und holte in aller Ruhe was raus. Du hast ein Fernglas dabei? Er setzte das Ding vor seine Augen und ich wurde ganz unruhig. Ich hätte es ihm am liebsten entrissen, aber ein bisschen Respekt vor Eigentum hatte ich schon. Die liefern was. Sieht aus wie Behältnisse für Chemikalien, Gasflaschen. Mir wurde ganz schlecht. Was sagst du da? Hat eine ähnliche Form, schwer zu sagen, was genau es ist. Sieht nicht gut aus. Verdammt, gib her. Er schüttelte den Kopf. Ich hatte schon wieder den Eindruck, dass sich alles in meinem Körper zersetzte. Und gerade als ich mir die Wade reiben wollte, weil ich schon wieder einen dieser Krämpfe spürte, reichte er mir das Fernglas. Das sah wirklich nicht gut aus. Verdammt, was machten sie da? Sie luden riesige Behälter aus, die wie verfluchte Chemikalienfässer aussahen. Dann erinnere ich mich nur noch daran, wie ich dachte, dass ich mir alles, was ich sah, genauestens einprägen musste. Doch dann wurde es noch schwärzer um mich herum, als es ohnehin schon war. Der dunkle Ozean, auf den ich starrte, breitete sich in die Unendlichkeit aus und verschlang mich. Alles wurde still. Ich spürte die Feuchtigkeit der Erde unter mir, das ist alles, an was ich mich erinnere. Wie ich von dem verdammten Hügel runtergekommen war, wusste ich nicht mehr. Ich wachte im Karateraum auf einer der Matten auf, die in den Raum geworfen worden war, so mitten rein, und ich musste mich fragen, wie lange lag ich schon da, und viel wichtiger noch, ich musste dringend herausfinden, wer mich gesehen hatte. Ganz herzlichen Dank für den Einblick. Und damit würden wir jetzt mal die offene Fragerunde eröffnen und Nadja Sennewald hat die ersten Fragen für uns. Genau, und jetzt hat Nadja Sennewald auch das Mikro an. Und ich kann euch sagen, in Zoom kamen die ersten schriftlichen Fragen und wir machen aber so eine Mischung aus schriftlichen und mündlichen Fragen. Diejenigen, denen das unangenehm ist, die Fragen jetzt laut in die Runde zu stellen, können ihre Fragen gerne in den Chat schreiben. Und Lotta hat, während ihr vorhin zu zweit schon mal so ein bisschen über das Bearbeiten gesprochen habt, die Frage gestellt, liebe Saskia, hast du in diesen Morgenseiten chronologisch geschrieben? Und ich vermute, chronologisch bezieht sich auf die Chronologie der Handlung. Mhm. Also da ich keine Handlung hatte zu diesem Zeitraum oder Zeitpunkt, nicht bewusst, sondern ich habe wirklich einfach jeden Morgen das, was auftauchte, geschrieben und jetzt dann beim Lesen schon gesehen, dass es auch eine gewisse, dass es Stränge gibt, die wieder auftauchen und dass ich manchmal Dinge wieder aufgegriffen habe
und es ergibt sich manchmal eine Form von Chronologie, aber der Ansatz war ja zu schreiben, was eben auftaucht und zu einem Zeitpunkt, wo es einfach keine Vorstellung gab, wie die Chronologie aussehen kann. Insofern also nein. Okay, dann hat Claudia signalisiert, dass sie auch eine Frage hat, aber auf Zoom die Hand nicht heben kann. Claudia, möchtest du die Frage mündlich stellen? Ja, gerne. Hallo Saskia. Hallo. Und zwar wollte ich noch mal fragen, wie du da konkret vorgegangen bist. Du hast es schon erzählt, dass du die Figuren schon hattest. Das ist ein Theaterstück. Und ich weiß nicht, ob du da auch Handlung und Setting ein bisschen übernommen hast oder ob du konkret dann einfach hingegangen bist und jeden Tag das aufgeschrieben hast, was dir kam, ohne dir vorher zu überlegen, um was es gehen soll, beziehungsweise wie ist die Reihenfolge? Wann hast du die Moodbilder gemacht für die Szene? Wann hast du jeden Tag die Seiten geschrieben? Genau, das ist meine Frage. Also die erste Frage war ja nochmal ähnlich wie Lottas Frage, oder ob ich mich einfach hingesetzt habe und geschrieben habe, was auftauchte, oder ob ich da wie viel Plan ich dabei hatte, so verstehe ich dich und habe ich ja gerade im Grunde schon beantwortet. Also ich hatte die Figuren, ich hatte auch ein Bild von diesem Ort, an dem sie sich befinden aus dem Stück, hatte da aber natürlich nicht so sehr auserzählt, wie diese Welt aussieht einfach, weil es ein Stück Dramatik war, da ist sehr viel in diesen Seiten entstanden. Und jetzt musst du mir noch mal helfen, dann waren noch zwei Fragen. Genau. Die Bilder, ich glaube, mit den Bildern habe ich angefangen, irgendwie als ich auf einem Drittel oder so der Strecke war mit diesen Seiten, also parallel, das habe ich eigentlich vorhin ja auch schon gesagt. War noch ein dritter Teil? Ich denke, du hattest gerade noch irgendeinen Aspekt angesprochen. Nee, das heißt jetzt also, du hast also mit einem Drittel so fertig warst mit den Seiten, die du jeden Tag geschrieben hast, hast du angefangen mit den Moodbildern für jede Szene und dann hast du während jeden Tag... Ich habe die Moodbilder gesammelt, aber also dieses Aufkleben, dass ich wirklich für jede Szene eine Welt gebaut habe, habe ich gemacht, als es abgeschlossen war, dieses Schreiben der Seiten und als ich eine Idee hatte von Chronologie und Handlung tatsächlich. Und dann eben aus diesen Bildern für jede Szene das visuelle Arrangement getroffen sozusagen. Und das macht mir auch einfach viel Freude, ich glaube, weil ich eben sehr gerne visuell erzähle, wahrscheinlich auch gerne vielleicht Filme machen würde, wenn der ganze technische Aspekt nicht beteiligt wäre. Genau. Aber was ich raushöre und was ich irgendwie auch noch sagen möchte, das ist so ein Rausfinden, wann genau jemand was gemacht hat, ist, glaube ich, gar nicht so, also schön, wenn es dich interessiert, aber ich glaube, es ist gar nicht so produktiv für einen selbst, weil es sind ja dynamische Prozesse irgendwie, die sehr stark mit dem Stoff oder mit dem Projekt an sich zu tun haben, aber auch mit der eigenen Person und was wann hilfreich ist für einen und halt auch ein bisschen mit dem, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem, was man nicht ganz im Griff hat, wo man sich in eine bestimmte innere Haltung bringen kann, dass Dinge geschehen können und zu viel Kontrolle und wann mache ich was, finde ich teilweise gar nicht so hilfreich. Im Nachhinein klingt es so geordnet, bei mir vielleicht, aber war es nicht. Es ist einfach so geschehen dann, mal abgesehen von dem Setting, das ich mir gebaut hatte. Okay, danke. Ich glaube, das Faszinierende daran für uns alle ist ja, dass wir im Rahmen dieser Lesereihe so ein bisschen wie so ein Panorama aufmachen, wie unterschiedlich Leute in unterschiedlichen Schritten an unterschiedlichen Projekten arbeiten und was für weitere Mittel sie dann dazu nehmen. Ne? Das ist total faszinierend, weil das so das Spektrum zeigt. Und dazu passt auch die nächste Frage an Saskia, nämlich nutzt du Tools fürs Überarbeiten? Ich glaube, es ist Software gemeint. Wenn ich damit falsch liege, würde ich Rosaria bitten, mich da zu berichtigen. Ich hatte einmal Ulysses ausprobiert, das finde ich ganz gut. Also wenn es um Software geht, das habe ich für ein sehr komplexes Essay-Projekt benutzt. Aber hier überhaupt nicht. Einfach nur Word.
Und viel, ja, viel das Notizprogramm des Handys. Aber das auch eher, weil Word nicht immer verfügbar ist. Aha, der Spur würde ich jetzt gerne nachgehen. Wie nutzt du das Notizprogramm des Handys? Ja, also das hat auch damit, denke ich, zu tun, dass viele Ideen zu mir kommen, wenn ich nicht mir vornehme, jetzt daran zu arbeiten, und das dann aber so schnell auch immer wieder weg ist, dass ich das festhalten muss. Und auch da merke ich auch in Überarbeitungsprozessen, man weiß ja oft sehr genau, was man zu tun hat oder welche Szene fehlt. Und ich merke aber, dass mir die Ideen dafür dann eher in der U-Bahn kommen oder bei anderen Tätigkeiten und ich dann einfach schnell es irgendwo hinschreiben muss. Und das Handy ist, man ist ja leider so sehr eng verbunden mit seinem Telefon heute, das ist bei mir dann das Telefon, nicht das Notizheft. Aber das digitale Schreiben hat auch bei mir zu tun, dass ich manchmal denke, dann kommen die Gedanken so schnell kann ich handschriftlich nicht schreiben. Deswegen schreibe ich auch diese Morgenseiten, wenn wir das so nennen wollen, gerne am Computer. Die Fragen strömen weiter rein. Ich frage jetzt einfach mal weiter, bis Katrin sagt, dass wir keine Zeit mehr haben. Also, Juliane sagt, vielen Dank für dein Teilen, toll geschrieben. Hast du Tipps dafür, wie man sich bei der Materialrecherche limitieren kann? Ich finde, gerade beim kreativen Schreiben scheinen die Möglichkeiten immer endlos, aber irgendwann und irgendwie, irgendwo möchte und muss man sich ja begrenzen. Ja, so Materialrecherche ist ja fast noch mein eigener Punkt. Ich habe ja gesprochen über das Generieren von Material. Und ich habe dann tatsächlich, also was Recherche betrifft, habe ich an den Punkten, an denen es für die Handlung nötig war, Recherche betrieben. Ich denke, bei einem anderen Projekt wäre es vielleicht so, dass mehr Recherche dem vorausgeht. Aber grundsätzlich, auch da weiß ich nicht, ob ich allgemeingültige Tipps geben kann, aber ich habe den Eindruck, es kommt alles, was wichtig ist für einen, so einen Prozess schon zu einem. Und irgendwie kann man darauf vertrauen, dass man nicht unendlich heranziehen muss. Und es gibt aber immer die Punkte, wo sich zeigt, was noch fehlt an Wissen vielleicht auch, und das dann konkret suchen. Aber ich zum Beispiel jetzt, was das neue Projekt betrifft, mit den Moodbildern, ich bin so verbunden mit der Arbeit dieser Fotografin hier, und gleichzeitig sind es eigentlich keine Moodbilder in dem Sinne, weil es sind nicht meine Figuren, die darauf sind. Es ist keine Welt, also keine Landschaft oder keine Atmosphäre. Aber irgendwie, dass sie das gemacht hat und ihre Haltung und was da, wie sie darüber spricht und was da zu mir kommt, das ist extrem wichtig für mich. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel auch erstmal gesagt, okay, ich muss jetzt nicht jetzt eine Bildwelt suchen, weil vielleicht ist es für dieses Projekt gar nicht der Weg. Und so, das ist dann nicht, also da merke ich einfach, dass darum geht es gerade nicht. Und ich glaube, es könnte bei jeder Form von Recherche darum gehen, da einfach, ja, das, was einen wirklich anspricht, wirklich fasziniert, dem zu folgen und nicht unendlich zu denken, man muss unendlich den Überblick haben. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber so ein bisschen, ich würde sagen, oder was ich sagen möchte, ist das Vertrauen, dass das, was wichtig ist für das Projekt, einen erreicht und dass man das findet und dass man dieses, ja, und dass es dann auch viel darum geht, für mich geht es zum Beispiel auch darum, immer wieder nichts zu lesen und nicht die Außenwelt reinzulassen, sondern mich dann bewusst abzugrenzen und nur auf das, was aus mir kommt, eine Zeit lang zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob das in einer Weise dir weiterhilft. Die nächste Frage passt so ein bisschen dazu, die ist von Lotta. Und Lotta möchte wissen, ob die anfängliche Themenidee für dein Buchprojekt Drop schon eine Problematik enthielt, die du dann als Handlungsstrang genutzt hast, oder ist die erst später zum Beispiel durch die Morgenseiten entstanden? Und ich würde dann noch ganz ergänzen, vielleicht auch durch die Klappentexte. Also ich weiß jetzt nicht genau, Lotta, was du mit Problematik meinst. Meinst du sowas wie das Grundthema oder was mich bewegt hat? Vielleicht, ich weiß nicht, ob du was sagen kannst. Hört man mich? Ja, jetzt schon. Hört man mich? Also ich meine mit Thema, man kann ja jetzt sehr banal über Obst schreiben und da ist noch keine Problematik dabei, und die Problematik wäre dann Obst, was verfault, weil niemand Zeit hat, es zu ernten.
Naja, also was du sagst. Welche Idee hattest du am Anfang oder ob die Problematik über die Geburt. Ja. Ich habe jetzt das Ende nicht mehr ganz verstehen können, aber ich glaube schon, ich weiß jetzt, was du meinst. Und ich würde vielleicht darauf antworten mit, mir war von Anfang an klar, was mich bewegt oder was die Essenz dessen ist, die unter diesem Projekt liegt, warum ich das schreiben möchte. Und hatte das sehr klar formuliert, aber das hatte noch nichts mit der Handlung zu tun. Das war fast noch auch allgemeiner als das Thema. Also sehr abstrakt sogar, also ich kann es auch gerne formulieren. Mich hat bewegt, was macht es mit uns, wenn wir einer Situation ausgesetzt sind, die für uns nicht greifbar ist und eine Form von, möglicherweise eine Form von Bedrohung darstellt, und inwiefern konfrontiert uns das mit unserer Endlichkeit und dieser Umstand, wie stark hat es Einfluss auf uns, auf unsere Beziehungsdynamik. Das sind drei Figuren, die sehr in diesem Blog sehr nah aufeinander leben. Und das ist extrem abstrakt, das ist ja noch überhaupt keine Handlung. Aber, und drunter, noch eine Ebene drunter liegt noch was Essentielleres, was mir bewusst war, dass ich schreiben möchte darüber oder was, vielleicht nicht, dass ich schreiben möchte darüber, aber was mich unglaublich bewegt, überhaupt zu schreiben, ist, dass wir mit unserem eigenen Ende oder konfrontiert sind und jede Form von Nichtwissen, auch nicht wissen, was ist, geschieht gerade draußen, uns damit konfrontiert. Und ich glaube, dass das sehr viele Muster von Gewalt und Herrschaft und generell Abwehrmechanismen an die Oberfläche befördert. So, ich spreche jetzt sehr abstrakt, aber das ist was, was mich generell immer zu bewegt. Und das war da. Und wie sich das aber wie sich das konkret erzählt in dem Text, das war nicht da. Das ist dann durch die Seiten irgendwie, hat sich das angedeutet. Und ich weiß nicht, es geht dann auch ja darum, vom Abstrakten ins Konkrete zu kommen. Aber ich brauche irgendeine Form von etwas, das mich so stark bewegt, dass ich überhaupt die Energie aufbringe, ein Projekt zu beginnen und zu Ende zu führen. Und das sind meistens sehr, sehr grundsätzliche, essentielle Dinge, die wahrscheinlich auch in anderen Lebensbereichen für mich eine Rolle spielen und immer wieder nach Ausdruck suchen oder so. Dann schalte ich mich jetzt gerade noch mal ein, weil das, was du gerade gesagt hast, klingt ja gerade in unserer Situation im Moment auch ziemlich aktuell. Ja. Und da wir beim Thema Überarbeiten waren und du gesagt hast, dass es ein sehr langer Prozess war, in dem du diesen Roman geschrieben hast, hat das was mit dir gemacht, wie sich die Situation dann geändert hat? Und vielleicht auch noch mal allgemeiner formuliert, was macht es denn vielleicht generell, wenn man lange Arbeits- und Überarbeitungsprozesse hat, dass man sich auch selbst verändert? Ja, also ja, es gibt diese Parallelen zu unserer Gegenwart und dem, was wir momentan beobachten. Dass in Situationen im Außen nicht ganz greifbar ist und auch sehr viele Erzählungen in dieses Nichtwissen hineingemacht werden. Und das ist auch was ich eben erzählen wollte. Und es hat... ich habe mich auch sehr geärgert erst tatsächlich, weil ich gedacht habe, ja, das Buch hätte jetzt, wir hätten es vorher schaffen müssen, dass es rauskommt, weil, ja, so, das tauchte auf und gleichzeitig dann aber, nachdem der Überarbeitungsvorgang noch nicht beendet war, hatte ich im Sommer eine Phase, ich gedacht habe, ich muss darauf reagieren in irgendeiner Form und habe dann auch so ein paar Versuche gemacht und habe gemerkt, nee, wenn ich sehr konkret jetzt darauf reagiere, dann wird das Projekt sehr viel schwächer. Weil ich im Grunde, ich habe eine konkrete Situation, an der ich das erzähle, was mich eben so grundsätzlich bewegt. Aber ich habe es schon vielleicht hoffentlich so erzählt dass, oder beschrieben, ich weiß nicht, dass es auf vieles dann übertragbar ist. Und in dem Moment, wo ich denke, ich hätte die Verantwortung, so sehr, sehr konkret auf Gegenwart zu reagieren, dass es nicht mein Verständnis von Literatur tatsächlich ist. Das war aber ein Prozess. Da musste ich merken, dass ich meinen Text gerade sehr schwäche irgendwie. Aber es hat einen unglaublichen Stress ausgelöst, diese Situation. Und frage mich natürlich auch irgendwie, was bedeutet das für das Manuskript? Aber gleichzeitig habe ich dann auch jetzt, als ich zum Beispiel wieder gelesen habe und nach Auszügen gesucht, habe ich gedacht, ja, es gibt diese Parallelen und gleichzeitig ist es aber eine ganz eigene Geschichte und so. Ja. Dankeschön. Ach so, ja. Da ist noch eine Frage angeschlossen, oder? Mhm.
wenn man sehr lange überarbeitet. Dazu kann ich nur sagen, ich finde das auch, man verändert sich ja stark und immer wieder anzuknüpfen an das, an den Modus des Textes, in dem er ursprünglich entstanden ist, kann auch herausfordernd sein. Ja. Mhm. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, also wir haben ja später angefangen und machen natürlich auch ein bisschen länger, aber trotzdem geht unsere Zeit schon langsam zu Ende. Ich würde sagen, vielleicht mal noch so zwei Fragen. Und da, RP Karl. Vielen Dank. Saskia, vielen Dank für die Lesung und die wirklich eindrückliche Beschreibung von Ihrem Schreibprozess. Wir hatten gestern eine ziemlich langweilige Professorinnen-Sitzung, wo auch Kollegin Sennewald dabei war. Und da habe ich relativ flink etwas herausgehauen, was sagte, ja, wir kommen jetzt ins Zeitalter des Bildes und deswegen sind die bildhaften Erzähler, also die FilmemacherInnen, ich komme vom Film, sozusagen die Gefragterin, ich mache es jetzt mal einfacher. Und Frau Sennewald sozusagen war sehr gut, toll, sozusagen hat sofort drauf, na gar nicht pariert, sondern mich ins Leere laufen lassen, indem sie sagte, ja, das kann schon so sein, aber man braucht die Sprache und die Worte, um diese Bilder zu strukturieren. Nadja, wenn ich das sozusagen so richtig wiedergebe, ich weiß nicht ganz genau, aber so in etwa. Wie ist denn das bei Ihnen? Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie eine starke Verbindung eben zum Bild, zur Grafik, habe ich in Ihrer Vita auch gelesen haben. Denken Sie zuerst in den Bildern, dann kommen die Worte, die Sie schreiben? Oder schreiben Sie und es evoziert Bilder? Ist das eine sinnvolle Frage? Mhm. Ich sehe erst die Bilder und ich beschreibe die Bilder. Das ist, glaube ich, finde es eine sehr schöne Frage. Das ist, glaube ich, so. Und im Schreiben, aber wahrscheinlich ist es ja ein Prozess in beide Richtungen. Im Schreiben entstehen natürlich neue Bilder. Und ich glaube, ich finde eigentlich diesen Aspekt überhaupt spannend. Welche Funktion erfüllt das Bild und welche Funktion erfüllt die Sprache? Und ich denke, Sprache hat für mich dann auch wirklich zu tun mit dem Versuch, den Eindrücken habhaft zu werden und Sinn zu geben. Ich denke, so funktioniert der Mensch oder der Verstand. Und den Vorgang finde ich manchmal problematisch, aber in der Literatur oder im Schreibprozess sehr, ich denke, daraus generiert sich Sprache und ja, der Zugriff auf Welt generell durch Sprache. Ist ja vielleicht auch davon abhängig, das würde ich noch dazu sagen, was man als Bild meint. Ne? Das heißt ja nicht nur sozusagen vielleicht diese klar visuelle Form des Bildes, sondern das Bild als Plattform, wo auch Wellen, Gefühle, Schwingungen sozusagen eine Rolle spielen, sozusagen, die eben nicht sofort in Worte umsetzbar sind. Absolut. Ja, das merke ich auch, also dass ich vieles in so unscharfen Bildern sehe, also das ist vielleicht, dass Bilder, die gar nicht dann ganz konkret beschrieben werden könnten, aber zumindest oder nicht ganz konkret visuell wiedergegeben werden könnten, aber in Sprache dann irgendwie schon umgesetzt werden können. Und ich merke gerade auch noch, was da für mich auch noch zu der vorherigen Frage gehört. Es ist erst das Bild und dann der Text, aber der Text hat eine Farbe. Also der wird in gewisser Weise auch in der Farblichkeit geschrieben. Auch da kann ich teilweise gar nicht die Farbe benennen, weil das Farben sind, die gar nicht so existieren dann auf der Palette, die man benennen kann. Und das ist auch manchmal spannend für den Schreibprozess, dass das fast so ein bisschen zwanghaft vielleicht, dass der Text in dieser Farbe gehalten werden muss, wenn aber was der Informationsvergabe halber eigentlich auch rein muss, was eine falsche Farbe hat, dann wird es schwierig. So. Also ich finde dieses Überlegen zum Bild und Text sehr spannend. Das klingt toll. Ich glaube, letzter Satz von mir dazu, Sie sollten auch einen Film machen, also würde ich mir wünschen, weil solche Filme, die in diesem Zwischenraum sind und nicht sozusagen nur die klassische Netflix-Form des konkreten Handwerks haben, sondern von verschiedenen Momenten angehen, also das könnte den Film revolutionieren. Also deswegen von meiner Seite, das mit der Technik kriegt man schon hin. Okay, dann Nadja, können wir noch eine letzte Frage auswählen? Also wir haben gerade keine neuen Fragen im Chat, aber ich habe noch Vorratsfragen, die die Studierenden in der Schreibwerkstatt gestellt haben.
Und ich könnte mal eine Abschlussfrage stellen. Und es ist dann Saskias Aufgabe und Herausforderung, die kurz zu beantworten. Die Frage ist von Sabrina, die ich vorhin hier auch gesehen habe. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ob sie noch da ist. Sabrina fragt, hast du Tipps, wie man den großen Traum Schriftstellerin werden in kleine machbare Schritte aufteilt, damit er nicht so überfordernd scheint? Ja, ich glaube, es gibt nur einen wichtigen Schritt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das doch so will ich darauf antworten. Ich glaube, es gibt nur einen Schritt und ich denke nämlich, man darf nicht von der Form ausgehen, in der man sich ausdrücken möchte oder von der Idee, wie man, was am Ende aus einem wird. Wenn man sagt, ich möchte Schriftsteller sein oder einen tollen Text schreiben, geht man sehr stark von der Form aus. Ich glaube, es geht sehr viel mehr darum, sehr viel Zeit darin zu investieren, zu schauen, was möchte ich. Also einmal, wie möchte ich Welt gestalten? Und es kann auch literarisch sein. Für mich bringt man mit einer Erzählung auch oder gestaltet man damit auch Wirklichkeit. Wie möchte ich Welt oder ja, zur Gestaltung von Welt beitragen und was ist wirklich das, was ich in die Welt bringen möchte? Wenn es schon klar ist, dass es durch das Schreiben geschieht, dann was ist die Essenz dessen, was ich immer wieder erzählen möchte? Das kann sich ja verändern über die Zeit, aber sich da klar zu werden und ich will es nicht zwingend für jeden verallgemeinern, aber meine Erfahrung ist, wenn das geklärt ist, dass die Form, nämlich der gute Text und aus dem guten Text wird dann der gute Schriftsteller, dass die Form dann sehr mühelos entstehen kann oft. Und die Arbeit eigentlich vor der Form stattfindet, weil es ist etwas, eine Qualität drückt sich durch den Text dann letzten Endes aus, aber die Qualität muss vorher da sein. Und ich glaube, dass das in uns dann zu finden ist und in unserer Begegnung mit der Welt und wie wir ihr begegnen wollen, wie wir sie gestalten wollen, was wir auch beitragen möchten. Und irgendwie glaube ich, dieser Weg andersrum, zumindest hat er mir viel Leid beschert, weil man da sehr viel mit dem Selbstbild zu tun hat und mehr an sich denkt als an den Beitrag, den man irgendwie, oder an das, was man gerne teilen will und so. Ja, ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber für mich ist das wirklich so rum zu beantworten eigentlich oder so rum anzugehen. Also das klingt nach einem total schönen Schlusswort. Es ist aber noch nicht ganz das Schlusswort, denn wie alle möchte ich gern auch dich zum Abschluss noch fragen, was sind denn so ganz, ist ein ganz konkreter Tipp oder auch zwei, die du den Leuten heute gerne mitgeben möchtest zum Thema Überarbeiten von Texten? Also ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, finde ich wirklich essentiell, auch wenn es nicht direkt auf das Überarbeiten zutrifft, aber auch einen Überarbeitungsprozess prägt. Und es sind ein bisschen Sachen, die ich schon gesagt habe, wenn man zu tun hat mit diesem Überarbeiten müssen oder wollen und einfach die Schwierigkeit hat, an den Text wieder zu gehen, finde ich es kein intellektueller Ratschlag, aber ich finde es wirklich wichtig, sich hinzusetzen und diese Angst, wenn es Angst ist oder was auch immer, echt hochkommen zu lassen, weil ich den Eindruck habe, dass es eine sehr starke kreative Energie wird, in die sich sowas auch verwandeln kann. Das ist für mich irgendwie was ich gerne teilen möchte. Und auf der Ebene des konkreteren Vorgehens sich wirklich Schreib-Settings bewusst gestalten. Und und auch so, dass die Herausforderungen, vor denen man steht, da aufgefangen werden, also dass sie eben, ja, dass sie irgendwie damit handhabbar werden und eben auch, ja, ein Tipp, den ich vielleicht auch nochmal wiederholen würde, den hat Lene Albrecht aber schon formuliert, wenn man halt sehr viel Material hat, dann einfach oft mit dem weiterarbeiten, was einem wirklich gut gefällt. Meistens, denke ich, ist die Essenz von einem selbst und dem, was man mit dem Projekt möchte, dann da drin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch sehr weiterhilft. Das waren jetzt vier Sachen, aber so, das ist so ein bisschen das, was ich dazu sagen würde. Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute hier warst und an dem Gespräch teilgenommen hast, unsere ganzen Fragen beantwortet hast und Einblicke in deinen Roman gegeben hast. Wir machen hier weiter am 18.02. mit Julia Cantzora wieder im gleichen Raum, hoffentlich mit funktionierendem Link diesmal und wieder zum Thema
Überschreiben mit dem Fokus auf Überarbeitungsprozesse. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an Felix, an der Technik und an die Hochschule für die Unterstützung des Marketings und natürlich an alle, die heute hier waren und mitgemacht haben und zugehört haben. Und allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank auch für die tollen Kommentare im Chat, auch von Professor Karl, fand ich jetzt sehr spannend, was ihr da auch mitgedacht und weitergedacht habt, was ich gesagt habe.